Okay, Chat, wir waren gerade beim Thema Geld und wir bleiben beim Thema Geld. Und zwar gehen wir jetzt zu einem Video. Wie viel Geld hast du auf dem Konto YouTube Edition von Mark Eggers? Digga, bei Mark läuft momentan auch sehr krass, ne? 500.000 Views jetzt schon. Wir können ja mal vorher schätzen, wie viele Leute drauf haben. Ist natürlich immer schwierig, ob die die Wahrheit sagen und nicht nur, ob die die Wahrheit sagen, sondern auch, ob die Leute von ihren Investments reden. Also, das ist ja nur auf dem Konto. Und zum Beispiel, ich glaube, so ein Monte hat, glaube ich, sogar, ich glaube, 3 Millionen, glaube ich, in Krypto oder sowas. Von daher, ja. Von daher. Ist die Aussage nicht ganz so aussagekräftig. Naja, wir gehen rein. Jodi, was geht ab? Dicker, die unten haben gar alles gefühlt. Kennt man hier irgendwen von? Nee, kann ich keinen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie man es unschwer erkennen kann. Ich befinde mich hier gerade bei The Great Fight Night. Heute ist der Tag der Tage. Das Box-Event des Jahres findet heute statt. Ausverkauftes Haus wurde mir gesagt, über 10.000 Leute. Lanxess Arena, Köln. Und wir machen heute eine Straßenumfrage. Besser gesagt, es ist eine Arena-Umfrage. Ich habe die Leute in der Innenstadt schon mal gefragt, was habt ihr denn auf dem Konto? Wie sieht denn euer Kontostand aus? Und heute ist ja hier alles da, was Rang und Namen hat. Ja, also wirklich Social-Media-Stars. Und jetzt wollen wir mal wissen, jetzt müssen Sie mal die Hosen runterlassen. Butter bei die Fische. Was habt ihr auf dem Konto? Mein Name ist Marc Eggers, Carsten hinter der Kamera. The Great Fight Night. Jetzt geht's los. Auf geht's. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Okay, ich glaube, Monta hat nicht viel Geld auf dem Konto, aber ich glaube, er hat sehr viel investiert. Kein Plan, wie viel Geld er hat, Digga. Boah. Er hat sehr wenig Geld auf dem Konto, damit er halt wirklich alles und damit halt alles Geld irgendwie halt für ihn arbeitet. Deswegen, ich sag mal so, vielleicht so 60k. Konto. Jetzt aktuell 30.000. Bei mir ist Steuer Boah. 1,5 Millionen. 30.000? Jetzt auf meinem Konto habe ich so 30.000 ungefähr, ja. Zwei Konten, aber auf dem anderen sind auch nochmal so 30 oder 40.000, aber da geht Mieter ein, aber gleichzeitig. Ey! Ich habe gesagt 60k. 30 auf dem einen, 30 auf dem anderen. I mean. Auch der Kredit, den ich abbezahle für mein Haus. Ich hätte irgendwie gedacht, dass du wirklich mehr Geld auf dem Konto parkst, was nicht so schlau ist, aber. Nee, ich hatte ja Geld auf dem Konto, aber das hat das Finanzamt genommen. Und dann investiert man lieber in andere Sachen, weil auf dem Konto wird es ja auch nicht mehr. Digga, Finanzamt. Größte Räuber. Sondern weniger. Wer gewinnt heute? Trimax, ganz klar. Du hast gewettet, ne? 10.000 Euro, ja. Beim Kontostand von 30.000 ist das ganz schön viel, was ich da gewettet habe. Ist alles oder nichts? Wie sollen wir nach Thailand fliegen? Ja, Bruder, per Anhalter. Das Ziel vor Augen, weißt du, wie ich meine? Da geht alles. Ja, aber das ist ja alles nur so professionell gehalten. Das ist ja alles nur RP, Aber du ja. bist der jetzt heute privat hier. Hey, wer kennt man sie? Ich kenne sie nicht. Richtig, ja. Ich habe auch privat gerne Spaß, ja, toxische Männlichkeit, joli, 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 joli. Digga, Männer in ihrer Prime einfach so, joli, joli, ich hab letztens reagiert auf deine Video. Er ist halt der wirklich der Dosenöffner. Da steht einer an der Reeperbahn. Er hat sich gerade eine Frau klargemacht, zieht ihn vor die Kamera, vor ihn, Marc Eggers blinzelt zweimal die Alte weg. Ich habe auch privat gerne Spaß, ja. Wie viel Geld hast du gerade auf dem Konto? Bei mir ist immer manchmal 1 Million, manchmal gar nichts. Digga, fucking Marc Gebauer einfach. Und auf deinem privaten Girokonto? Ich glaube, privates Girokonto 30.000 Euro. Hast du gern Warum alle nur 30.000? genau OG. den richtigen Platz ausgesucht? Aber was hat Joe auf dem Konto? Ach Mensch, na? Na? Für Geld Der hat richtig Bock. hast du gerade auf dem Konto? Echt jetzt? Wie du? Really jetzt? Ja, wie viel Geld? Nicht viel, nicht genug für die Projekte, die ich jetzt mache dieses Jahr. Digga, alle YouTuber. Digga, ihr seid alle scheiße reich. Hört doch auf mit eurem. Ich hab kein Geld. Ihr seid alle Millionäre. Hallo. Oh, du siehst auch sympathisch aus. Ich sehe sympathisch aus, du auch. 29.04. 29.04. Gopark Herford. Marcel kommt auch. Nein, der weiß noch nichts von seinem Glück. Er wird da sein. Was am 19.04.? So, bevor es losgeht, Jens, wie viel Geld hast du auf dem Konto gerade? Momentan sehr schlecht. Ich habe auch gesagt. Er hat ehrlich. Ey, ich sage, bei uns beiden ist gerade momentan wirklich schlecht. Wir kennen unsere Finanzsituation. Es ist beides nicht so gut. Hey, was machen die denn mit ihrem Geld? Also, und? Oh, 30k? Bisschen mehr. Ich habe 30.000 auf dem Konto. Na, aber du hast ja noch eine Uhr am Handgelenk. Die zähle ich mit. Aus Istanbul, aber zeig mal deine Uhr. Jetzt haben wir heute jemanden hier, der wird heute boxen. Ja. Es ist der Hauptkampf. Was denkst du, welche Frage werde ich dir jetzt stellen? Wer glaubst du gewinnt? Nee, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Oh, auf dem Konto? Ich glaube, Trimax hat mehr auf dem Konto. Ich glaube, Trimax hat so bestimmt so 300k. Vielleicht 300.000?
It's me! It's me! Ich kenne die Kontostände von allen YouTuber, Digga. Ich sag's euch. Wie trocken kann man das bitte gerade raushauen? Digga. Ist das ehrlich oder ist das verarscht? Also auf dem Konto, so jetzt frei zur Verfügung. Frei zur Verfügung, 300. Digga, 300.000 Netto schmeckt aber auch. Okay. Ja, also Steuerrücklagenkonto, ja. Danke für die ehrliche Antwort, ja. Klar. Wer gewinnt heute? Ja, das mache auf jeden Fall ich. Es gibt auch Leute, die haben extrem viel Geld gewettet. Insgesamt sind Wetten immer über 200.000 Euro, wurden aus dem Bekanntenkreis so auf Mickey gesetzt. Hohohoho, mutig. Finde ich mutig. Weil man hat ihn nie richtig unter Bedrängnis gesehen. Ja, ja. Ich ja. Schon. Ich habe mich 5, 6 Mal verprügeln lassen für die Kamera. Ich habe es gesehen. Er hat ja. Nicht gezeigt, was er kann. Ja, genau. Auch das Sparring, da wurde sich zurückgehalten, weil es ja. Kurz vorm Kampf war. Und auch immer schön zusammengeschnitten. Ja. Man hat nie gesehen, wenn er mal kassiert hat, wie er dann kämpft. Aber wenn wir heute Abend sehen. Du hast eine sehr geile Jacke an. Danke. Finde ich auch. Finde ich mega. Kommt die demnächst raus, oder wie? Die wird demnächst rauskommen, ja. Die sieht ja. Fresh aus, ja. Vielleicht packen wir einen Link schon mal rein in die Infobox. Auf jeden Fall auch eine. Oh, das wäre ja total lieb von euch. Ja. Ich würde gerne mal Geld bekommen für die ganze Scheiß-Werbung, die ich mache. Das kriegst du nicht. Gerade auf dem Girokonto. Auf meinem Girokonto, ja. Deinem Girokonto. 30k oder so. Wieso haben denn alle 30k da drauf? 30k. Was machen die Frauen? Die Frauen? Boah, das ist eine ganz andere Geschichte jetzt, ne? Boah, das muss ich aber ausholen jetzt. Ja, hol mal gern aus. Du sitzt auf meinem Platz, wäre gut, wenn du aufstehen würdest. Da haben wir wirklich den unsympathischen Gast heute hier. Wie viel Geld ich auf dem Konto habe? Kann ich irgendeins einfach sagen? Sag mir das Beste. Das Bruder, Revi ist rich. Revi hat scheiße viel Geld auf dem Konto, safe. Bestgefüllteste Konto bei dir? Irgendwas um die 440.000 wahrscheinlich. Du hast wirklich... Steuerrücklagen aber. Businesskonto halt, Steuerrücklagen. Digga, verpisst aber auch. Danke. Das ist Roma... Moneste. Genau, das ist es. Ist ja. Das? Boah, du riechst echt wie eine, mit der ich mal was hatte. Wir hatten ja ein Blind Date, ne? Das wir hatten ja mal. Es ist echt super gelaufen, oder? Wie fandest du es? Die Blicke haben sich schon wieder getroffen. Sehen wir uns auf der Aftershow-Party? Ja. Warte mal, hat Marc die gebankt? Ja, der will dich nur... Endlich mal einer, der die Wahrheit sagt. Jetzt stehen wir hier richtig neben einer Boxlegende. Oh, scheiße. Absolute Boxlegende. Legende hört immer scheiße an, dass ich bald tot bin. Ja, ich bin aber halt auch nicht mehr der Jüngste. Achso, du siehst aber, naja, geht. Du siehst noch halbwegs lebendig aus. Du, ich wurde gerade geschminkt, ich glaube, das macht viel aus. Nee, aber tatsächlich erstmal großen Respekt. Ich habe früher wirklich die Boxkämpfe geguckt. Ich bin 35 Jahre alt mittlerweile. Du siehst aber älter aus, also von der Seite. Wie viel Geld hast du denn auf dem Konto? Boah, Aaron hat, glaube ich, auch safe Geld. Auf dem Konto habe ich bei der Sparkasse 1,2 Millionen Minus. Jetzt ernsthaft, würdest du es ja, sagen? Ja, soll ich dir zeigen? 1,2 Millionen Euro Minus, was? Gerne. Aber ohne, dass du es abfilmst. Ich zeig's nur mal. Wir filmen es gerne ab einmal. Nein, Alter, du hast... Ja, so ist es nun mal. Du bist wirklich... Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Aber warum bist du denn so im Arsch? Ach so, nee, dafür habe ich Immobilien, die mehr wert sind als dein Leben. Wenn ich... Geil, wie trocken kann man das sagen, oder? Oh. Jetzt Kuss geben würde, wäre scheiße da. Du kannst auf die Wange. Ey, du musst auf jeden Fall sagen, dass sie sehr hohe Schuhe hat, ne? Ich bin nicht so klein. Frage, die sich gerade wirklich alle stellen. Ja. Übst du deinen Job weiter aus? Ja. Für dich fein? Ja. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Kommt drauf an, welches. Das ist mir egal, sag mir irgendeins. Das Only-Konto. So, auf dem ich weiß nicht, so 250.000 oder so. Hast du mich sonst? Guck ihn jetzt verliebt an. Ich bin raus. Du, mich wolltest du nicht? Ich wollte du nicht? Jetzt. Boah, Digga. Wie fühlt sich Kevin eigentlich? Vor allem, die beiden haben sich ja mal abgeknutscht. Also, wie geht's Kevin? Du hast Mann, du bist ja echt noch schöner. Ja, hast du mit mir nicht gekuschelt? Ja. Also, Bruder, Kevins Blick am Ende auch so. Nope, ich bin raus. Ich hab gar keinen Bock mehr. So richtig so. Ich hab für den Scheiß gar keinen Bock. Was fragst du denn heute? Ich frag wirklich die Leute. Ich mach mal ein bisschen lauter gerne Chat. Was sie auf dem Kontostand haben. Mich interessiert's echt. Nee, nochmal, was fragst du heute? Was sie auf dem Kontostand haben. Nein, was sie für einen Kontostand haben. Nein, was sie auf dem Kontostand haben. Sehr gut. Und ich find's immer faszinierend, du sprichst Frauen an und die haben immer Bock auf dich. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ich glaube 1000 Euro. Ich glaube, ich brauche einen Kuss. Digga, Marc Eggers, was ist eigentlich mit Marc Eggers falsch gelaufen? Und das macht mich so kaputt, Mann. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Nicht ganz so viel, weil ich eine gute Steuernachzahlung bekommen habe für 3 Jahre. Bro, das sagen echt... Eine Steuernachzahlung für 3 Jahre? Viele, bei mir war es auch so. Ich bin auch am Arsch. Ich lebe jetzt nicht am Hungernot oder sowas, aber das ist schon... Wie viel ist es? Kann ich nicht genau sagen, aber nicht so viel, wie man sich vorstellt von jemandem, der 1,2 Millionen Abonnenten hat. Wer gewinnt heute? Digga, kein YouTuber zahlt Steuern einfach. Leute, Miki, wann kämpfst du? Weiß ich nicht, wenn ich eingeladen werde. Oh, du würdest kämpfen? Ich hätte Bock, einfach auf diese sportliche Herausforderung hätte ich Bock. Das würde ich geil finden. Let's go, wer will mich fighten, Mann? Danke dir. Tanzi, ich bin down. Tanzverbot, live vom The Great Fight Night hier. Ey, warum liegst du meine Freundin? Amar! Amar!
Amar? Ey, die Leute haben es wirklich gedacht, dass das deine Freundin ist. Das war meine Freundin. Ich weiß aber, warum hast du mir nicht Hallo gesagt? Auf der Reeperbahn. Du, ganz ehrlich, guck mal, ich mag das gerne mit dir mal zu sprechen, wenn wir feiern sind, aber ansonsten... Privat haben wir nichts zu tun miteinander. Doch, privat haben wir... Oh, jetzt... Ach, du bist... Sonst küsse ich immer die Frauen, heute dich? Das wär... Nein, aber ich sag's euch ehrlich, Marc... Ihr müsst diesen Kanal abonnieren, weil Marc ist wirklich der Beste, der Straßenumfragen macht. Er ist sehr gut aussehend, sehr, sehr charmant und am Ende des Tages... Wichtig auch, dass er sehr gut aussehend ist. Eigentlich jeder ist sehr, sehr aufgewärmt, wenn er mit dir redet. Die Fragen, die du gestellt hast, wenn es darum geht, Gehälter, wer wie viel auf seinem Konto hat, da wird auch normalerweise keiner drüber reden, aber bei dir sind sie alle locker. Und deshalb redest du jetzt auch drüber. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ich? Darüber spricht man nicht. Ist nicht auch so eine, die so sexual Content auf TikTok macht? Doch, kann man sagen, du hast einen eigenen Eisladen. Was ist deine Lieblingssorte? Schokolade und Cookies. Deine? Pistazie. Pistazie. Oder Schokobanane. Ran an die Banane. Ich könnte es dir zeigen, ich glaube so 1200 Euro. Ach Quatsch, Bro, du hast doch mehr auf dem Konto. Nee. Wenn ich an dich denke, denke ich nicht an den Geringverdiener. Ach, das ist Quatsch. Also jetzt mal wirklich, schreib mal in die Kommentare, was denkt ihr, was ich auf dem Konto habe. Also Real Talk, ich habe 1200 Euro auf dem Konto. Wo ist denn dein Geld geparkt? In krasse Events, in meine Livestreams, in meine Studios und sowas. An dieser Stelle erstmal ein riesen Respekt. Aber auch Respekt, Digga, dass alle Leute ihr Geld investieren. Krass, 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 Alter. Respekt an Micky und an Max, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Ich bin echt noch sprachlos die ganze Zeit. Ich auch. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit so einem Event. So einer Stimmung. Das war für mich, ich war zwar jetzt noch nie in einem richtigen Box-Event, aber so stelle ich es mir vor. Volle Arena, geile Stimmung und was da zum Teil mal rausgebrüllt worden ist, Hut ab. Spendi, ich brauche mal einmal einen geskripteten Kontostand von dir. Einen aktuellen. Aktuellen, geskriptet. Privat. Privat, privat. Tatsächlich, weil es erst angefangen hat zu laufen, 32. Ich sag dir, du bist auch einer der Menschen, den gönne ich das so vom Herzen, Digga. Danke, danke. Ich gönne dir auch. Spendi ist auch, glaube ich, echt ein Sweeter. Spendi ist, glaube ich, echt ein richtig, richtig Sweeter. 132.000, Alter. 102, auch mal schauen. Auch das, Digga, auch ich das. Ich küsse dein Auge. Nein. Das könnte ein Emote werden, Digga. Das könnte ein Emote werden. Nein. Nee, ich will's wissen, Marc. Wie viel hast du auf dem Konto, Sascha? No joke, ich musste gestern meine Schwester anpumpen. Ich hatte auf dem Girokonto minus 180 Euro. Es ist, ja, das ist Quatsch. No, na, okay, ehrlich. Geschäftskonto. Nein. Geschäftskonto. Davon musste was überwiesen werden. Hatte ich so noch gute 30.000 drauf, glaube ich. Also 30.000 bin ich auch so dankbar drüber. Aber wir mussten halt was transferieren. Ich war 180 Euro minus privat. No joke. Leute, ey, geht nicht ins Minus. Die Bank ist sehr undankbar dafür. Digga, das sind doch alles scheiß Millionäre. Wo parken die denn ihr Geld? Also, Sascha für so ein Placement, damals aus dem Hauptkanal. Bro, easy hat er so 60.000, 70.000 Euro für bekommen. Ich check das nicht. Wo parken die denn ihr Geld? Fragt immer irgendwo noch ein bisschen nach Geld, wenn ihr es aber auch zurückzahlen könnt. Ihr beide, guck mal, was ist da los? So, der eine hat erzählt, dass er krank ist, der andere hat irgendwie keinen Bock gehabt. Achso, das ist die gleiche Person. In der Pressekonferenz wirkt es so, als wär's so, ja, Revi hat keine Lust und so. Stare down. Was denn? Joi. Boom. An alle Leute, Daumen nach oben. Habt ihr Bock auf den Kampf Revi versus Amar? Boah, ich glaube, das wird auch ein sehr interessanter Kampf. Revi gegen Amar, ja. Weil die sind so von Gewicht und von Größe sehr ähnlich. Jetzt mal Daumen nach oben, ich hab Bock drauf. Der schnellste Knockout in der Geschichte vom Boxen. Ja, ich denke, ich würde ihn das Zelt ziehen, ja. Oh, du bist egal, ich habe gar nicht im Kopf. Ich habe zu viel vor dem Kopf gekriegt früher, deswegen grüße ich auch nicht in die Kontostand. Auf YouTube sehe ich dich kaum. Ich bin back. Hast du ein Comeback? Back, bitte. Kelly, Mrs. Vlog auch. YouTube-Legende, Urgestein. Oh, Legend. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ey, das Finanzamt hat mich gegeben. Ja, ich mach's ja jetzt auch schon seit 10 Jahren ungefähr. Seit 5 Jahren nicht mehr. Leider. Aber es ist auch viel flöten gegangen, aber so entspannte 10, so würde ich sagen. 10.000? So kann man gut mit leben, hin und wieder mal der Malle-Urlaub wird gebucht, so. Jetzt haben wir einen YouTuber, der richtig viel Geld ausgibt fürs... Digga, warum... Ich check das nicht. Digga, wo ballern die ihr ganzes Geld hin? Seine Videos, großen Respekt und für seine Live-Events. Wann geht's wieder los? Mit was? Next Level. Boah, ich glaube, dieses Jahr wird knapp, aber vielleicht dann... Dieses Jahr macht ihr das nicht. Wird sehr knapp auf jeden Fall. Das ist sehr inspirierend hier zu sehen. Also ich würde sagen, also gerade die Energie von den Zuschauern, Alter. Mit Zuschauern das Herz machen wir auf jeden Fall geil. Ja, geil, ne? Wie viel Geld hast du auf dem Konto gerade? 8.000 oder so. Bei Marius glaube ich, dass er ja so in Klammern wenig hat. 8.000? Ja, auf dem Bei dir geht echt viel für die Videos drauf. Und ich sag dir, wie es ist, da habe ich meinen großen Respekt vor. Ey, ich habe Glück, ich habe meinen Kameramann dabei, ich gehe auf die Straße, mein Mikrofon und mache meine Videos. Aber ihr gebt so viel Geld aus, gebt euch so viel Mühe, deshalb großen Respekt.
Wer Kohle hat, packt in Beton und Aktien. Hier, Digga, mein ganzes Geld liegt auf dem Konto rum. Ich muss auch sau viel Steuern nachzahlen. Aber mein Geld, Alter, wer sein Geld auf dem Konto vergammeln lässt, ist halt nicht gerade das intelligenteste Individuum. Bro, Chat, ich muss noch echt gucken. Also ich muss noch Steuern nachzahlen. Also ich will es gar nicht aussprechen, Digga. Aber ich glaube, ich muss noch Steuern nachzahlen, so 100k. Und danach weine ich ganz doll. Bruder, ich will das echt nicht, Alter. Ah, das wird richtig wehtun, Alter. Aua, aua, aua. Aber naja, passiert. Ich feier das richtig. So, Leute, meine Stimme ist fast weg. Man sieht's, die Leute sind schon zu Hause, die anderen sind jetzt auf der Aftershow-Party. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit diesem Video. Erstmal meinen wirklich allergrößten Respekt an alle, die hier heute geboxt haben. Aber gerade baller ich eh das ganze Geld in die Show rein, Chat. Also, da geht so viel Geld gerade flöten. Haben an die ganzen Zuschauer. Was für ein krasses Event, was für eine krasse Stimmung. Ich freue mich wirklich. Das Event war wirklich geil, ich hab's gesehen. Wenn es ein Rematch gibt, wenn es Rückkämpfe gibt, danke. Oder ich hätte so Bock zu boxen auch, muss ich sagen, ne? Ich hätte so Bock zu boxen. Aber naja. Dass ich dabei sein durfte. Ich brauche einen Gegner, das Ding. Ab dem Zeitpunkt, wo die Leute sagen, ey, du bist dabei und du hast den Gegner, Digga, ich bin down. Mein Name ist Marc Eggers. Es gibt dem Video einen Daumen nach oben. Besoffene Menschen, Alter. Ich habe die Leute einfach mal gefragt, oder besser gesagt, die Influencer, die hier alle waren, wie viel Geld sie denn auf dem Konto haben. Am Ende des Tages ist das Geld nicht alles. Leute, wir hatten hier so eine unfassbar krasse Zeit, so viel Spaß gehabt. Was ein geiler Abend. Ich bin sehr, sehr dankbar. Danke auch an Carsten, der mal wieder gefilmt hat. Das ist krass. Ich hatte, glaube ich, noch nie eine Straßenumfrage, wo ich selber irgendwie keine Stimme mehr hatte, ne? Naja. Juli, war ein cooles Video. Ey, war ein sehr cooles Video. Gib ein Like von mir auf jeden Fall. War wirklich ein sehr, sehr, sehr cooles Video, muss ich ganz ehrlich sagen. Hey, YouTube, aber ey. Falls euch dieses Video hier gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und subt doch gerne auf dem Kanal hier rein, also abonniert gerne rein, falls ihr mehr von solchen Reactions sehen wollt. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag euch allen und ciao, ciao.